Liebe Zuschauer da draußen, ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tropico 5. Da kam einige Tage nichts. Ihr wisst ja, warum das so ist. Ich habe ja ein Infovideo gemacht und ansonsten gibt es für solche Fragen, wann es denn weitergeht und so weiter, gibt es ja die Projektübersicht. Genau, dafür ist sie ja gemacht. Dadurch, dass ich jetzt wieder eine ganze Zeit lang nicht gespielt habe, hatte ich auch wieder viel Zeit von euch Tipps zu lesen, Nachrichten zu lesen, Kommentare zu lesen. Ich hatte ja auch euch mal gefragt, weil ich wirklich so ein bisschen ratlos war. Viele Parts lang hat nämlich alles super funktioniert und dann kamen einfach Probleme, die ich mir aber nicht wirklich erklären konnte, beziehungsweise das Spiel hat auch nicht so richtig Feedback gegeben, was ihm denn fehlt und was denn los ist. Also es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Zum einen soll ich mal, das hat er mir gesagt, ich weiß nicht, ob wir das nicht sowieso schon gemacht hatten, für die Gesundheitsversorgung dieses Impfprogramm machen. So, dann machen wir das mal. Alle Impfprogramm. Das war ein Tipp von einem für die Gesundheitsversorgung. Dann gab es Tipps, ja, verschiedene, die ich aber auch teilweise schon kannte und manche Leute haben sich auch wieder gegenseitig widersprochen. Der eine hat gesagt, man sollte die Mieten möglichst hochsetzen. Der andere hat gesagt, ich kann die Mieten ganz runtersetzen. Also die Leute schreiben teilweise auch, wie gesagt, komplett widersprüchliche Sachen. Deswegen muss man so ein bisschen dann selber schauen, was man meint, was davon richtig ist und was falsch ist. Wegen den Jobs, weil wir viele Sachen haben, wo uns Arbeiter fehlen. Da kann man natürlich zum einen, das wusste ich glaube ich auch schon, ich bin mir nicht sicher, ob ich es vorher schon wusste, ich weiß es auf jeden Fall jetzt, kann man auf jeden Fall dadurch die Arbeiter dahin locken, indem man das Budget hochsetzt. Dann gehen da meistens Arbeiter hin. Ja, da kann man dann zum Beispiel, hier müsst ihr, ja, Budget hochsetzen, kann ich jetzt nur, wenn es Play ist, glaube ich. Und dann, zack, kommen da auch schon Arbeiter hin. Also so kann man die Arbeiter zum Beispiel hinlocken, aber ich kann natürlich auch nicht überall die Leute hinlocken, weil wir haben weniger Arbeiter als verfügbare Plätze. Dann meinte jemand, um halt mehr Leute zu kriegen, kann ich die Geburtenrate erhöhen durch die Krankenhäuser, beziehungsweise die Kliniken, das war mir bewusst, aber ich habe ja eigentlich schon ziemlich viele Leute. Ich würde ja gerne erstmal die geregelt kriegen, bevor ich noch mehr und noch mehr und noch mehr einlade. Dann kam ein Tipp, sie sollen mehr Häuser bauen, dabei finde ich, haben wir sehr, sehr viele und ich glaube, dass auch die Obdachlosenrate ist ja schon in letzter Zeit, mal eben nochmal schauen, ist ja auch schon wieder runtergegangen, die war ja mal sehr viel höher. Also klar, ein paar Häuser werden wir noch bauen müssen, aber ich denke mal, das ist schon besser geworden. Ansonsten, zur Nahrung haben verschiedene Leute was geschrieben. Da ist es wohl so, dass die Nahrungsversorgung vor allem nicht deswegen niedrig ist, weil wir zu wenig verschiedene Sachen haben, sondern weil wir zu wenig Nahrung generell haben. Und ich soll wohl auf jeden Fall viel mehr Supermärkte bauen, die bringen wohl auf jeden Fall was, um die Nahrungszufriedenheit nach oben zu bringen. Insofern werden wir das machen, Supermärkte bauen. Und genauso haben auch welche geschrieben, ich soll viel mehr Unterhaltungsgebäude noch bauen. Da hatte ich immer das Gefühl, wir haben schon sehr viel. Das ist ja auch schon nach oben gegangen, aber da muss wohl auch noch mehr her. Ansonsten, was war noch von euch an Tipps gekommen? Ansonsten hatten noch Leute geschrieben, ich soll bei den Bürogebäuden mal irgendwas lesen. Mal eben schauen, Bürogebäude ist das hier. In diesem riesigen Gebäude lassen sich Menschen zur Belohnung für ihr Studium freiwillig einsperren und geben zahlreiche Freiheiten auf. Aber Vorsicht, leihen Sie sich auf keinen Fall Miltons roten Tacker aus. Das soll Geld abhängig davon, wie viele Menschen in der Nähe wohnen. Okay, und das hat er irgendwie geschrieben, soll ich mal lesen. Das heißt, die machen vor allem Sinn, ja, direkt neben solchen Hochhäusern. Ich meine, gut, es ist ja, also in der Nähe würde ich fast vermuten, das zählt noch als in der Nähe. Ansonsten müsste man die Bürogebäude wahrscheinlich hier irgendwie hinsetzen, mitten in den Block rein oder da oben müssen Bürogebäude hin dann wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal. Ansonsten, was kam noch von euch? Ich kann ja mal langsam wieder Play machen, nur ich habe gerade Angst wegen den Wahlen. Ich warte mal noch ein bisschen. Dann hatte jemand geschrieben, was war noch? Nee, ansonsten wollte ich persönlich noch das Geothermie-Kraftwerk weiter ausbauen, dass wir da noch mehr von kriegen, dass wir das Atomkraftwerk eventuell mal loswerden können. Und dann Tourismus ausbauen und ja. Dann war noch die größte, wichtigste Neuerung war noch, dass die Zufriedenheit, das war nämlich mein Problem. Die Gesamtzufriedenheit ist nämlich bei 63 und die Zustimmung für mich oder für meine Familie ist nur bei 52%. Das war das, was mein Problem vor allem war. Und das liegt aber wohl an anderen Sachen. Ich soll da mal auf die Fraktionen vor allem gucken, weil die wohl vor allem dafür zuständig sind. Die Fraktionen finden wir hier. Und da finden wir auch die Beliebtheit, da steht aber dann nur bei jedem Einzelnen, da habe ich ja nichts von. Aber es gibt wohl hier die Fraktionen, so. Und dann sehen wir, dass es verschiedene Fraktionen gibt, das wussten wir ja vorher schon. Dass es Militaristen gibt, Religiöse gibt, Kommunisten, Kapitalisten, Umweltschützer, Industrielle, Nationalisten, Globalisierer. Und dann sehen wir auch, welche Gruppe die meisten Wähler ausmacht. Und gerade diese Gruppen mit den meisten Wählern sollten wir natürlich, ja, für uns gewinnen, damit wir bei denen gut dastehen. Die meisten Wähler sind bei mir entweder Globalisierer, das sind 500, bei denen habe ich aber schon einen guten Ruf, da... Ja, ich weiß gar nicht, was genau die so glücklich macht, auf jeden Fall unglücklich hat die gemacht in letzter Zeit totale Propaganda, das sind vor allem Verfassungsprinzipien. Ansonsten haben wir als zweitgrößte Wählergruppe tatsächlich die Religiösen und bei denen haben wir nur eine Zustimmung von 54. Eine richtig schlechte Zustimmung haben wir nur bei Nationalisten und den
industriell, das sind aber insgesamt nur 350, macht also weniger aus als religiöse alleine und als Globalisierer alleine. Deswegen würde ich fast sagen, gehe ich weniger auf deren Wünsche ein, vor allem bei den Nationalisten. Das ist zwar, bei denen bin ich zwar sehr unbeliebt, aber es sind auch nur 150 Leute. Bei den Industriellen müssen wir mal gucken. Es sind aber auch vor allem Verfassungsprinzipien, die stören. Also wir müssen auf jeden Fall die Religiösen mehr für uns gewinnen. Und ich stelle mir das relativ einfach vor. Wir bauen einfach mehr Religionsgebäude und ich hoffe, dass das dann auch was bringt. Ansonsten stört die, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und dass wir subventionierte Medien haben. Naja gut, aber so richtig viel habe ich davon jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nur, dass ich den Globalisierern und den Religiösen vor allem in den Hintern kriechen muss. Und den Kapitalisten, aber bei denen sind wir auch schon relativ beliebt. Jetzt können wir eben schauen. Totale Propaganda stört die. Und Sicherheitsüberwachung stört die auch. Gibt es noch irgendwie eine Fraktion, die das genauso sehen? Sicherheitsüberwachung stört die auch. Die Globalisierer stört das. Die Kapitalisten stört das. Totale Propaganda stört die auch. Das heißt, totale Propaganda und Sicherheitsüberwachung sollte ich vielleicht mal abändern. Mal eben schauen. Kann ich ja momentan sowieso nicht, ne? Genau. Sicherheitsüberwachung und totale Propaganda. Die beiden sollte ich also wechseln, damit die glücklicher werden. Na gut, mal schauen. Ansonsten hatten wir ja schon viel auch hier gemacht. Die Bürger benötigen weniger Nahrung. Das wäre natürlich auch mal eine nette Sache. Ich glaube, das wäre auch noch einer. Oder habe ich schon so viele monatliche Kosten? Ja, ansonsten wollte ich... Oh, Bürokrat. Erfolg freigeschaltet. Ansonsten wollte ich, für mehr Nahrung generell sorgen. Und wir brauchen, glaube ich, auch teilweise mal ein paar Häuser noch bei, ja, diversen Gebäuden. Zum Beispiel da und beim Atomkraftwerk wollte ich auch noch Wohnhäuser bauen. Wobei ich das abreißen möchte auf kurz oder lang. Deswegen sollte das nicht allzu lange da stehen bleiben. Denn ich möchte eigentlich hier solche Kraftwerke mehr bauen, die geothermischen Kraftwerke. Die sollen auf lange Zeit meine Stromversorgung sichern, weil, ja, das Atomkraftwerk, da bin ich nicht zufrieden mit. Wir haben sowieso, glaube ich, keinen Uran mehr oder nur noch wenig. Ja, hier oben haben wir noch, aber auch nicht mehr viel. Können wir auch nichts mehr abgeben. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Nee, bitte leicht anpassen. Wir sind nämlich nur bei 50% momentan. Da wäre ich ein bisschen verängstigt, dass das nicht reicht. Ansonsten würde ich sagen, dadurch, dass wir ja auch jetzt arme Leute in solchen Gebäuden wohnen lassen können, bauen wir tatsächlich hier hinten mal hohe Hochhäuser, Wohnhäuser. Und natürlich dann, also ich meine, wir müssen auch irgendwie aufs Geld schauen. Ich bin nämlich auch irgendwann pleite. Wir haben so viele Ausgaben gehabt. Das haben auch teilweise Leute gesagt, ich soll doch lieber mal dann die Fabriken sozusagen abreißen, die sowieso nichts produzieren. Wo sowieso keine Arbeiter sind. Wir können zum Beispiel auch die Budgets von den Kasernen runtersetzen, solange wir keine militärische Bedrohung haben. Achso, das geht ja auch alles auf einmal. Stimmt. Das hatte ich vergessen. Das Wahlergebnis ist da. Na. Ah, ich glaube, wir haben gewonnen. War aber knapp. So, also die Militärbudgets werden runtergesetzt. Denn momentan sind wir ja in Friedenszeiten so halbwegs. Deswegen brauchen wir da nicht unbedingt Arbeiter. Ich bin so wütend. Na gut, das hat sich auch schon wieder erledigt. Wir setzen die Budgets wieder hoch. Ich glaube, ich sollte da nicht dran rumspielen. Die Rebellen greifen nämlich wieder an. Also, was ich machen wollte. Genau, Wohnhäuser, das war das eine. Und dann Supermärkte vor allem. Weil das hattet ihr geschrieben, dass das was bringt für die Nahrungszufriedenheit. Insofern hoffe ich einfach mal, dass ihr da recht habt. Und das heißt, wir bauen viel mehr Supermärkte, weil irgendwer meinte, pro so und so viele Häuser mindestens mal einen. Also, da brauche ich dann wohl viel, viel mehr. Kriegen die hier hinten mal zwei. Wir probieren es einfach mal aus. Ich meine, schlimmstenfalls reißt man es halt wieder ab, aber ich versuche natürlich eure Tipps, ich habe extra danach gefragt, dann auch mal auszuprobieren. Und wenn sie was bringen, ist gut, und wenn nicht, dann kann man es ja wieder rückgängig machen. Muss ich nur so Plätze suchen, wo noch Platz ist. Aber, wenn ihr das sagt, dann versuchen wir das. Warum kann ich da nicht bauen? Achso, da ist ein U-Bahn-Ding, ne? Naja, schauen wir mal. Das war das eine und dann, ja, wollte ich natürlich noch so ein bisschen für die Religiösen vielleicht Kirchen bauen, aber wir haben auch schon eigentlich ziemlich viele Religionsgebäude, muss ich sagen. Und, wir können auch, ja gut, kleine Läden kann man auch bauen, man muss nicht nur Supermärkte bauen und vielleicht auch nochmal katholische Missionen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Sinn machen oder ob man dann immer nur Kirchen baut am besten. Und dann war noch irgendwas, lasst mich überlegen, Nahrung mehr generell sowieso.
Hydrokulturen wollte ich auch mal ausprobieren, aber die haben wir noch gar nicht, ne? Warum haben wir die noch nicht? Warum brauchen die so lange? Wo sind die denn? Da unten. Gut, dann würde ich fast sagen, erforschen wir die mal zuerst. Weil die hätte ich gerne. Die Hydrokulturen. Nein, du sollst das wegmachen. Ich will, dass die ganz vorne sind. Hä? Was ist denn hier los? Ihr macht's nur immer wieder dazu. Also ich will das blöde Internet nicht. Ich will also doch, natürlich will ich das Internet auch, aber ich will vor allem die Hydrokulturen. Ach so, das geht nur. Nee, doch, hier, Hydrokultur. Irgendwas ist hier ganz kaputt. Ich kann das nicht wegmachen da oben. Jedenfalls will ich die Hydrokulturen haben. Und warum heißt das Wasser jetzt dieses Symbol hat? Ich habe keine Ahnung. Ganz merkwürdig, was hier abgeht jedenfalls. Ich versuche auf jeden Fall die Hydrokulturen da mal zu erforschen. Wir könnten natürlich auch in die Forschung mal so ein bisschen ein Forschungslabor bauen zum Beispiel. Aber ich meine, da ist ja das Problem, das braucht dann auch wieder Strom. Also wir brauchen generell mehr Strom. Und vor allem bräuchte ich mal viel, viel mehr Geld. Wir sind ziemlich pleite momentan. Bei den ganzen Gebäuden, die wir so haben. Wie ist das denn mit den Rebellen? Sind die besiegt worden? Haben die irgendwas kaputt gemacht? Hab jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, dass da alles heile ist noch, also setzen wir das mal wieder runter. Ja, und dann generell wollte ich halt noch mehr Betriebe bauen, beziehungsweise Hydrokulturen, weil ihr das auch geschrieben hattet, dass ich das mal testen soll. Aber haben wir noch nicht erforscht. Müssen wir also erstmal forschen und dann wird sich das schon zeigen. So, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mehr Arbeiter möchte, setze ich einfach das Budget hoch und dann arbeiten da direkt viel mehr Leute. Nur Besucher kommen halt irgendwie keine. Oder zum Beispiel hier kann ich auch das Budget hochsetzen, dann sollten da auch mehr Leute arbeiten. Ne, man kann natürlich das so immer steuern, wie viele Leute irgendwo arbeiten durch das Budget. So, und bei den Wohnhäusern, da steuert man ja vor allem damit, ja, wie reich man sein muss, um da zu wohnen. Beziehungsweise hier kommen ja, glaube ich, reiche Leute raus. Insofern war das gar nicht so unbedingt klug, das da hinzubauen. Aber ich meine, die können ja auch da wohnen. Nur die hätten natürlich vielleicht gerne eine Villa hier stehen mal. Aber das möchte ich halt eh abreißen, ne? Also sobald das, sobald die geothermischen Kraftwerke weiter ausgebaut sind, wird das abgerissen da. Ist ein bisschen teuer hier, sonst würde ich die demnächst dann auch mal verbessern. Hier entsteht dann auch noch ein neues Hochhaus. Ich denke schon, dass wir das irgendwie wieder in den Griff kriegen. Auch mit euren Tipps dann wird das schon irgendwie machbar sein. Es war halt wirklich mal eine Krisenzeit und jetzt versuchen wir es halt mal auf andere Wege dann. Und ich bin auch mal gespannt dann, was haben wir hier für einen? Wie kann ich helfen? Rebellen. Naja, ich will ja nicht immer alle töten und werden die Leute ja auch unzufrieden. In dieser bösen Welt. Ausgezeichnet, mein Bester. Zwei kostenlose Bürogebäude. Das ist perfekt, weil ich brauche ja drei. Das heißt, wir bauen mal, wenn sie kostenlos sind, können wir das ja ruhig machen. Gottchen, wo waren die denn? Hier. Direkt neben die Wohnhäuser vielleicht. Eins da und dann vielleicht auch mal eins da oben. Mal testweise, ob das da auch gut funktioniert. Neben den Supermarkt bauen wir da mal ein Bürogebäude hin. Ist ja, kostet ja nichts. Kostet ja nichts. So, den Mittleren Osten sollte ich in eine Botschaft einladen. Haben wir denn noch keine Botschaft? Haben wir keine mehr frei? Dann bauen wir von mir aus auch noch eine Botschaft. Wenige Baustellen jetzt momentan. So, wie ist es? Die Supermärkte, die muss ich vor allem ans Laufen kriegen, damit die Nahrungszufriedenheit hochgeht. Also die ersten Maßnahmen, irgendwas hat schon Wirkung gezeigt. Was genau es jetzt war, weiß ich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal wieder 8 Prozentpunkte hochgegangen, was schon mal nicht schlecht ist. Okay, da, Uran ist abgerissen jetzt, da oben, genau, das ist nämlich kaputt gegangen. Das hatte ich mir schon gedacht, dass das kaputt gehen wird. Und, das ist für uns ein bisschen blöd, weil wir jetzt das Atomkraftwerk halt demnächst nicht mehr benutzen können, wahrscheinlich. Außer man importiert halt, aber ich möchte gerne umsteigen auf Geothermiekraftwerke. So, kann ich denn mal irgendwas schon hochziehen, sozusagen? Kostet irgendwas nicht allzu viel, zum Beispiel ein Supermarkt. Und hier ist ein Wohnhaus entstanden. Jawohl, schon komplett voll.
Super, das finde ich gut. Haben wir hier hinten eigentlich auch schon Strom? Ich gehe davon aus, dass ja, aber... Was mich auch bei den Plantagen hier so ein bisschen stört, wir haben ja viele Transportbüros. 1, 2, 3, 4. Die Frage ist ja auch, arbeiten da Leute? Doch, da arbeiten Leute. Und trotzdem habe ich immer wieder Plantagen, die sagen, dass die Waren nicht abgeholt werden. Dabei habe ich wirklich viele Transportbüros. Also ich glaube, daran kann es eigentlich gar nicht liegen. Oder man baut halt hier noch mehr, aber ich meine... Ich weiß halt auch immer nicht, das ist halt mein Problem, vor allem, dass ich auch in vielen Punkten noch nicht so die Erfahrung habe. Wann ist genug? Wie viel braucht man? Selbst das Wohlwollen und die Verantwortlichkeit der Banken konnten das Unvorstellbare nicht aufhalten. Die Banken haben das Geld aller Bürger verzockt. Fort, wie viel in Staub? Wir brauchen einen Schuldenbock. Ja, die Ausländer waren's. Die ausländische Einmischung, also die USA oder so. Die Armen waren's, die Reichen waren's. Niemand war's. Die Ausländer waren's. Ich wusste es, Präsidente. Ich wusste es einfach. Diese Ausländer beneiden uns und wollen Tropico schaden. Ich möchte allen in die Fresse schlagen, aber unsere Diplomaten sagten mir, dass das Krieg bedeuten würde, der ihnen schaden könnte. Zeigen wir ihnen aber, dass sie hier unerwünscht sind. Keine ausländischen Mächte in ihren Botschaften. Ja, schauen wir mal. So. Also das erstmal fertig bauen. Und dann vielleicht auch nochmal ein Transportbüro, auch wenn ich wirklich die Vermutung habe, dass wir schon genug haben. Aber wenn es noch nicht richtig funktioniert, anscheinend ja nicht. So, wo wird gestreikt? Manche Menschen protestieren. Hier. Ich kaufe euch, auch wenn es teuer ist. Und sie ist wieder rapide nach unten gegangen, wodurch was jetzt genau das war, habe ich nicht beobachtet, muss ich sagen. Ich bin so wütend. Und die Rebellen greifen an. Ja, ist ja nichts Neues. Budget hochsetzen. Und schauen, dass es sich klärt. Ah, da hinten greifen sie an. Hier, das Ding wird auf jeden Fall vernichtet werden, die Maisplantage. Gut, dass ich das zumindest gesehen habe. Kann ich die nämlich nachrüsten. So, die kann ich direkt wieder neu aufbauen. Boah, komm, wie viele Rebellen. Aber ich will die jetzt nicht alle töten, dann kriegen wir wieder riesen Aufstände hier. Ich finde das lustig, dass ich manchmal so selektive Wut aus... Wutanfälle haben hier. Und plötzlich sozusagen irgendein Gebäude kaputt machen und dann wieder das in Ruhe lassen. So, jetzt haben wir, wie gesagt, wie es erwartet hatte, Stromprobleme. Das liegt tatsächlich an dem Kraftwerk. Wir werden es jetzt auch mal abreißen. Ich denke, wir brauchen das da nicht mehr. Man kann auch das... Ja, die Häuser, ich weiß nicht, lassen wir sie mal noch stehen. Die kann aber dann weg. Ups, nein! Ach Gottchen, jetzt habe ich sie natürlich schnell aufgebaut, statt sie abzureißen. So, die müssen natürlich dann gut bestückt werden. Da müssen Leute arbeiten. Auch wenn es teuer ist. Und am besten bauen wir auch noch mehr davon. Und dann brauchen wir hier natürlich was für ein Reichtum erzeugen. Die stinkreich. Ja, dann brauchen wir hier tatsächlich vielleicht ein paar Villen. Auch wenn ich für stinkreich hier gar keine Häuser mehr bauen kann. Selbst wenn ich bei den Villen das nämlich auf Maximum setze, glaube ich, dass dann... das trotzdem nur für reich ist, genau. Nicht für stinkreich. So, wie viel Strom erzeugen die jetzt? 800 insgesamt. Nee, gesamter Strom, 2000. So, verfügbar, 1400 noch. Ja gut, dann haben wir ja genug. Dann kann ich nur noch mal schauen, ob wir auch überall Strom, ankommt, wo wir Strom brauchen. Hier können wir zum Beispiel auch mal Strom hinführen. Beziehungsweise, was hast du für ein Problem? Der Supermarkt hat keinen Strom, genau. So, sonst noch irgendwo Strom nötig? Und dann können wir nämlich auch mal die Häuser elektrifizieren. Dann sind die nämlich auch noch mal zufriedener. Das geht nämlich auch. Ich denke, das sollte alles noch so ein bisschen zur Gesamtzufriedenheit auch was bringen. So. Weil die kann man nämlich verbessern. Wohnqualität steigt dann nämlich. Dafür wird es halt auch teurer. Beziehungsweise es kostet dann Strom. So. Elektrifizierung. Verbraucht halt alles Strom, aber ich glaube, dass es im Endeffekt eine gute Sache ist. Kann man das nicht auch für alle gleichzeitig machen? Mein Gott, dann muss ich das nicht... Das ist so viel Arbeit, aber es geht, glaube ich, nicht. Ich habe auch SDRG versucht, ich habe Shift versucht. Man kann ja auch alle gleichzeitig modernisieren, aber alle gleichzeitig elektrifizieren geht anscheinend nicht. Muss halt nur schauen, dass der Strom auch reicht. Aber ich denke mal, das ist eine gute Sache. Sollte die Zufriedenheit auf jeden Fall verbessern.
So, jetzt muss ich jetzt doch nicht ernsthaft bei jedem einzeln machen, oder? 100.000 Heule! Größere Rebellenaktionen stehen bevor. Tja. Mit denen, das ist ja so meine liebe Not seit Ewigkeiten, die Rebellen. Irgendwer meinte sowieso, dass die Leute vielleicht unzufrieden sind, weil sie im Jahr 2003 in ihren Häusern keinen Strom haben. Das kann natürlich sein. Wie weit das die jetzt, ob das wirklich einen Einfluss hat oder ob es nur ein bisschen die Wohnqualität verbessert, weiß ich nicht. Oder ob die wirklich stänkern, wenn sie keinen Strom haben. Haben wir da tatsächlich noch eine Mietskaserne? Ja, da haben wir tatsächlich noch eine Mietskaserne. So. Und hier hinten werden auch noch elektrifiziert und hochgesetzt. Wie ist es mit dem Strom denn jetzt? Wie viel habe ich jetzt an Verbrauch? Wahrscheinlich ziemlich viel, ne? Ne, es geht noch. Wir haben immer noch genug übrig. Können auch mal ruhig hier ein bisschen modernisieren wieder. Es gibt ein neues Forschungslabor. Kein ja, Moment, wo ist es? Spät. Ist fertig geworden? Da, ist fertig geworden. Für die, vielleicht kann ich ein paar die Effizienz aller Elektronikfabriken steigt. Die Effizienz steigt durch den Stromverbrauch. Das, okay, hat dann einen hohen Stromverbrauch. Aber wir haben ja jetzt gerade so, denke ich mal, genug Strom. Insofern kein Problem. Aber so richtig Auswirkungen hat das Ganze noch nicht, obwohl wir ja schon einiges gebaut haben. Der Supermarkt arbeitet nicht. Okay, das ist klar, dass der da nicht funktioniert. Präsident, ich... Ach komm, ernsthaft? Ein Erdbeben auch noch? Das fehlt mir ja gerade noch. Das Erdbeben ist vorüber. Gebäude zerstört, ein Bungalow und drei Gebäude beschädigt. Wo sind denn die beschädigten Gebäude? Dann kann ich die nämlich direkt mal wieder aufpäppeln. Ich meine, wenn ich überall die Budgets aussetze, habe ich halt nicht viel von, weil dann im Endeffekt ja alle wiederum so viel Budget haben. Und dann habe ich trotzdem wieder welche, wo nicht gearbeitet wird, ne? Aber naja. Aber es wird trotzdem schlimmer, lustigerweise, obwohl ich jetzt auch wirklich noch die Sachen gemacht habe, die gesagt wurden. Supermärkte zum Beispiel. Aber so richtig hat es noch nicht geholfen bisher. Aber mal schauen. Wird sich schon irgendwie einpendeln, hoffe ich mal. Seht ihr, jetzt hat er nämlich volles Budget und trotzdem arbeitet da keiner. Also ich meine, klar, wir können bestimmte Sachen abreißen, die sowieso nicht so richtig bearbeitet werden. Wir haben noch ein Stadion. Noch eins. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich alle sozusagen aus den Botschaften rausschmeißen soll. Jetzt habe ich aber gerade erst alle drin sozusagen. Naja, gut. Ich weiß aber auch nicht so richtig, was ich schließen kann. Wir haben wirklich viele Sachen, die Probleme haben mit Arbeitern. Wo sind noch Sachen beschädigt worden? Ay, caramba! Sehe ich jetzt gerade noch nicht so richtig. Irgendwo sind bestimmt noch Sachen beschädigt worden. Naja gut, ich muss jetzt auch erstmal wieder einen Cut machen, aber ihr seht, ich habe jetzt auf jeden Fall eure Tipps auch bekommen. Und mein Problem, ja, das mit den Arbeitern, gut, wir können natürlich tatsächlich, das hatten einige geschrieben, in den Krankenhäusern und so weiter, die Geburten sozusagen erhöhen. Und vielleicht kommen dann mehr Leute auf die Insel und wir haben mehr Arbeitsplätze, weil wir haben vor allem auch ein Problem, dass wir Arbeitermangel haben. Gut, ich würde sagen, erstmal bis zum nächsten Mal. Danke für die Tipps. Ich versuche das weiter umzusetzen und bis dahin, euer Walle, ich bin raus. Bye, bye.